Genau. Also, hier das Rolltor auf. Und ihr seht, das ist der Schlauch zum Zapfen. Der wird dann halt an den Kühltank angesetzt. Dann wird das Rührwerk eingeschaltet, damit das Ding nochmal aufgerührt wird. Dann zählt die Lieder. Und es werden auch immer Proben genommen. Also automatisiert werden am Tankbau die Proben gezogen. Die werden dann halt in ein Labor gegeben und halt, ja, Fettgehalt, Eiweißgehalt, Gefrierpunkt, also der Wassergehalt in der Milch, wenn gemessen kann, und Zellzahl. Das sind die Parameter, wo halt die Milchqualität danach dementsprechend auch begütet wird. Und die Probennahmen erfolgen immer sporadisch. Das wissen wir nicht. Das weiß nicht mal der Tankwagenfahrer. Er nimmt immer seine Proben raus, aber weiß nicht, wann und wo bei welchem Land deswegen gezogen wird. Das läuft voll automatisiert und ist super.